Ich weiß nicht, wann ein Horrorfilm das letzte Mal im Vorfeld so gehypt wurde. Der beste Horrorfilm der letzten 10 Jahre. Leute sind in Ohnmacht gefallen vor Grusel. Oz Perkins, der neue Horrorkönig und. Und normalerweise schotte ich mich immer von sowas ab. Ich schaue mir keine Kritiken oder Bewertungen an und vermeide Trailer meistens wie die Pest. Was zugegeben nicht immer so ganz einfach war. Ich weiß noch damals, als die Dune-Trailer im Kino liefen und ich wollte auf keinen Fall diesen Trailer schauen. Und ich habe dann ganz leise so gemacht. Und es ging sogar so weit, dass jemand zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob alles okay ist. Dann habe ich gesagt, natürlich nicht. Schau mich doch mal an. Aber irgendwie bin ich diesmal nicht drum rumgekommen und habe mich vom Hype anstecken lassen. Nicolas Cage als Longlegs in der Hauptrolle seines Lebens. Meine Erwartungen stiegen und stiegen, bis der Film eigentlich keine Chance mehr hatte, abzuliefern. Wie ein schlechter Pizzalieferant. Pizza Time. Ich war so gehypt, der Film wäre meinen Erwartungen nur gerecht geworden, wenn Longlegs selbst wie in The Ring aus der Leinwand steigt und mich durchs Kino jagt. Und warum erzähle ich euch das? Damit ihr es im Hinterkopf behaltet. Wie John F. Kennedy. Denn ich fand den Film zwar sehr gut, aber nicht so gut wie viele andere. Fangen wir mal beim Regisseur Oz Perkins an. Fun Fact, er ist der Sohn von Anthony Perkins, natürlich berühmt geworden als Norman Bates in Hitchcocks Psycho, der aber leider sehr früh an AIDS verstarb. Seine Mutter ist dann 2001 gestorben. Im September. Am 11. Ist das ein Zufall? Nein, denn sie ist tatsächlich am besagten Tag mit dem Flugzeug American Airlines 11 geflogen. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht als Fun Fact einleiten sollen, sondern eher als Sad Fact. Aber immerhin kann man nachvollziehen, warum Oz Perkins so abgefuckte Filme dreht. Wie zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, The Black Hawk's Daughter. Auf IMDb ist der Film schrecklich bewertet, ich glaube gerade mal eine 5,9. Was vermutlich daran liegt, dass der Film so unglaublich langsam ist. Fast so langsam wie das BAföG-Amt bei der Bearbeitung meines Antrags. Frau Meier, es sind mittlerweile 10 Monate. Ich habe den ganzen Monat gehungert. Warum? Weil ich lieber in Longlegs gegangen bin, anstatt mir was zu essen zu kaufen. Hilfe! Aber ich mochte eigentlich den langsamen Aufbau. Ich mag es, wenn Horrorfilme sich Zeit nehmen und Atmosphäre aufbauen, wie die Erde vor 4 Milliarden Jahren. Und Kenan Shipka spielt die Hauptrolle, die auch in Longlegs dabei ist. Das, was Oz Perkins Filme in meinen Augen besonders macht, sind zwei Dinge. Erstens die Einzigartigkeit. Von allen Genres hat Horror das größte Problem mit Recycling. Es sind immer die gleichen Klischees, der gleiche Aufbau und so weiter. Aber Oz Perkins Filme sind originell. Ja klar, es geht auch bei ihm um den Teufel und Kreuze, aber die Umsetzung ist trotzdem immer total einzigartig. Sein letzter Film zum Beispiel, Hänsel und Gretel. Ne, ich glaube, der hieß Gretel und Hänsel. Er erzählt diese alte Folklore-Geschichte, die jeder kennt, aber drückt da seinen eigenen Stempel auf. Vor allem haben seine Filme eine totale Symbolgewalt. Es gibt irgendwelche Gegenstände oder geometrische Figuren, die bestimmte Bedeutungen tragen. Das ganz besonders in Verbindung mit seiner Cinematografie. Und das ist Punkt 2, warum ich ihn liebe. Niemand macht solche ästhetisch wunderschönen, aber gleichzeitig absurd grausamen Horrorfilme wie Oz Perkins. Okay, vielleicht Ari Aster. Beide machen Filme, die abseits von Horror, Blut, den Teufel auf ihre eigene Weise einfach wunderschön sind. Visuelle Kunstwerke, die aber trotzdem ihren Grusel behalten. Ich würde sagen, The Black Hawk's Daughter ist eher gruselig, atmosphärisch und Gretel und Hansel ist eher symbolisch und ästhetisch. Und Longlegs ist so ein bisschen die Mischung aus diesen beiden Filmen. Der Film spielt in den 70ern. Das FBI wird von Serienmorden erschüttert. Es ist immer das gleiche Muster. Der Vater einer Familie dreht durch und tötet Frau und Kinder auf gewaltsame Weise, bis er sich selber das Leben nimmt. Anscheinend hat eine mysteriöse Figur namens Longlegs seine Finger im Spiel, die an den Tatorten verschlüsselte Briefe hinterlässt. So verfolgen wir unsere Hauptfigur Lee Harvey, gespielt von Michael Monroe, die anscheinend eine spezielle Verbindung zu Longlegs hat. Sie wird im Fall zugeteilt und versucht Longlegs zu fassen. Der Film beginnt vielversprechend. Vielleicht einer der besten ersten Szenen, die ich in einem Horrorfilm jemals gesehen habe. Wir sehen diesen wunderschönen Winter in einem 4:3 Filmformat. Man hat diese weiße Umgebung, die stille Kamera und man bekommt sofort so ein unangenehmes Gefühl. Ein Auto fährt zu einem einsamen Haus und wir sehen zum ersten Mal Longlegs, wie es sich an ein Mädchen heranschleicht. Und ich dachte mir, wow, das wird ein schlimmer Film im besten Sinne. Das, was die erste Szene so gut macht, ist, dass wir Longlegs gar nicht so richtig sehen. Wir sehen nur die untere Hälfte von seinem Gesicht. Und das ist auch der berühmte Shot, der überall gezeigt wird. Und man fragt sich, stimmt was mit seinen Augen nicht? Ist er ein Mensch? Ist er was Übernatürliches? Und mehr Info bekommen wir im ersten Akt des Films über die Figur eigentlich nicht. Nur die erste Hälfte seines Gesichts. Und dieses Mysteriöse macht am Anfang des Films die komplette Atmosphäre aus. Nach der ersten Szene ist man definitiv wach, als wäre die Schwerkraft stärker geworden. Man sieht Nicolas Cage gerade mal für 10 Sekunden und ich habe mich an meinen Stuhl gefesselt gefühlt. Viele fanden die Darstellung von Nick Cage übertrieben, schon fast eher witzig als gruselig und das ist mittlerweile so ein Phänomen bei guten Horrorfilmen geworden. Ich weiß noch, damals bei Hereditary mussten auch ständig alle lachen und ich saß auf meinem Stuhl und musste gefühlt vor Grusel das Vaterunser beten. Und ja, es hat schon teilweise was absurd Witziges, aber ich finde auch hier, Longlegs ist nicht mal eben der 0815-Killer, Dämon oder was auch immer,
sondern wie angesprochen, er ist einzigartig. Und ich finde hier in den ersten 20, 30 Minuten, der glänzt der Film so richtig. Die Cinematografie ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Auf die gruseligste Weise wunderschön. Man hat diese Weitwinkelaufnahmen, die alle in diesem orange-gelben Licht getränkt sind. Man sieht nicht zu viel, nicht zu wenig, mit ganz langsamer Kamerabewegung. Man hat dieses Gefühl, als würde man die ganze Zeit beobachtet werden oder dass irgendwas auf einen wartet. Es gibt zum Beispiel diesen einen Shot, in dem Lee ein Telefonat mit ihrer Mutter führt und man sieht, wie sie ganz leicht von einer Lampe angeleuchtet wird und im Hintergrund die offene Tür zu einem dunklen Raum. Und man ist eigentlich nur damit beschäftigt, den Hintergrund zu betrachten. Und der Shot zieht sich und man wartet eigentlich nur auf den Jumpscare. Und das ist eigentlich so ein typischer Horrorshot. Aber Oz Perkins baut ihn irgendwie so besonders auf. Die Perspektive und der Winkel der Kamera machen den Shot so gut. Man fühlt sich richtig verletzlich und angreifbar. Die Kameraeinstellungen und Führungen sind einfach genial. Genauso, wenn dann Action und Bewegung in den Film kommt. In solchen Szenen fixiert sich die Kamera ganz oft auf Lee und wir verfolgen ihre Bewegungen. Vor allem dann in so richtig spannenden Szenen. Die Kamera jagt sie richtig. Dieses Gefühl der absoluten Panik, der Todesangst, die bei ihr entsteht, wird dadurch richtig greifbar. Man hört dann nichts außer ihre Atmung. Das Atmen ist dann schon fast der Soundtrack des Films. So, Horrorfilme werden ja bei Preisverleihungen oft übergangen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so eine glaubhafte Panik und Angst in einem Schauspieler gesehen. Und das dann in Verbindung mit der Kameraführung, die sich ständig verfolgt und im Visier hat, das hat so richtig Spaß gemacht. Hier vermischt sich auch das Marketing und das Schauspiel. Eins der Cover des Films ist ja dieser Shot. Und das war eine geniale Entscheidung in meinen Augen. Nur durch den Stillframe sieht man diese absolute brutale Erschrockenheit. Dieses kaum glauben können, was man gerade gesehen hat. Und als Zuschauer will man dann natürlich wissen, was hat sie gerade gesehen oder eben auch nicht. Aber das vermittelt dieses einzelne Bild. Einerseits so gut geschauspielert von Michael Monroe, aber auch genauso gut eingefangen von Oz Perkins und man kann sagen, ey, das ist doch nicht so schwer, einfach die Kamera draufhalten, der Schauspieler macht den Rest. Aber das finde ich nicht. Ich finde, dieses Bild könnte man in ein Museum hängen. Von der Beleuchtung, der Perspektive, den Augen, der Körperhaltung, Perfektion. Okay, und das klingt jetzt alles danach, als würde der Film dem Hype gerecht werden. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ja, aber ab hier müssen wir in die Spoiler, also wenn ihr den Film noch schauen wolltet, dann verschwindet lieber, sonst mache ich euch lange Beine. Steht ihr, Long Legs. Ab ca. 20 Minuten wird ein wenig das Geheimnis um Long Legs gelüftet. Wir sehen ihn im Auto fahren, sehen sein Gesicht, wie er einkaufen geht. Es scheint, als wäre er halt eine Person. Zwar eine absolut geisteskranke, komische, wenn ich ihm jemals begegnen sollte, renne ich soweit ich kann und wenn es sein muss bis nach Afrika, Person, aber er ist eben ein Mensch. Und das passiert für mich etwas zu schnell, alles in einem Ruck. Wir haben jetzt ein recht gutes Bild davon, wer er ist und viele meinen, Long Legs ist im Film genau die richtige Zeitspanne zu sehen. Nicht zu kurz, nicht zu lang und das finde ich nicht unbedingt. Versteht mich nicht falsch, die Szenen haben Spaß gemacht und waren verstörend, aber sie waren nicht unbedingt gruselig. Sie waren sicherlich spannend, aber weniger Hereditary spannend, sondern eher No Country for Old Men spannend. Versteht irgendjemand, was ich meine? Der Film hat, finde ich, dieses Horrorproblem. Entweder zeigst du weniger von Long Legs und lüftest das Geheimnis etwas später, bellst dafür aber den Grusel bei, oder du zeigst tatsächlich viel mehr von Long Legs und wir haben mehr Spaß und Faszination mit der Figur auf Kosten des Grusels. Denn umso länger der Film geht, desto mehr wird dann klar, okay, hier ist noch etwas anderes im Spiel, was Böseres. So funktionieren ja viele Filme, Conjuring 2 zum Beispiel. Am Anfang des Films gehen wir davon aus, dass dieser böse Geist von diesem alten Mann im Haus lebt und die Familie heimsucht. Aber irgendwann wird dann klar, dass was viel Böseres im Hintergrund agiert und diesen Mann kontrolliert. So funktioniert Long Legs auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, der Film nähert sich eher an sowas wie 7, No Country for Old Men oder Das schweigende Lämmer an. In all diesen drei Filmen haben wir total interessante Antagonisten. Hannibal, John Doe oder Anton Chigurh. Alle drei sind das eigentliche Herz der Filme, so wie in Long Legs auch. Die interessante Figur ist ja Nicolas Cage. Wir haben diesen Psycho, der mit seinem Auto durch die Gegend fährt und mehr oder weniger Leute killt. Vor allem die Szene an der Theke im Geschäft hat mich dann stark an Anton Chigurh erinnert. Der Film hatte aber dann diese längere Zeitspanne, in der er mich verloren hat. Und Conjuring 2 ist oberflächlich gesehen sicherlich nicht der bessere Film, aber er hat diesen Übergang irgendwie besser gemacht, von einem Grusel in den nächsten und hat nicht diesen Full Stop dabei. Denn spätestens im dritten Akt nimmt Long Legs wieder voll Fahrt auf und haut dann rein wie Prime Mike Tyson oder Prime Rainer Kallmund. Kaum zu glauben. Wäre ich Rapper, wären meine Videos noch schlechter als meine Filmkritiken. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss mich ein bisschen rechtfertigen, warum ich den Film jetzt nicht als Meisterwerk betitel. Soll nicht rüberkommen, als hätte der Film mir nicht gefallen. Ich habe den Anfang und das Ende geliebt, ich mochte, dass viel vage war, nicht alles erklärt wurde und auch das Schauspiel war Wahnsinn. Mir ging es vor allem um den Gruselaspekt und hier kommen wir nochmal auf die Einleitung zurück. Es ist cool, dass der Film gelobt wurde und Aufmerksamkeit bekommt, aber ich war so
gehypt auf diesen Film, dass ich mir ihn so ein bisschen besser gewünscht hätte. Zumindest so ein bisschen gruseliger. Ich wäre gern schockierter aus dem Kino gegangen. Aber der Film ist an sich sehr, sehr gut. Sicher einer der besten Horrorfilme der letzten 5 Jahre. Rein visuell und atmosphärisch ist der Film Wahnsinn. Letztendlich gebe ich dem Film 7 von 10 Punkten mit einer Tendenz zu einer 8. Sehr viel Symbolik. Nicolas Cage, der alles abreißt wie ein Bauunternehmen. Genauso Michael Monroe, die einnehmender ist als Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Es ist nur dieser Funke an Enttäuschung, dass der Film ein Stück besser sein könnte. Ich meine, der Trailer war so verdammt gut, aber am Ende fand ich ihn gruseliger als den Film. Und ich schätze mal, hätte ich Longlegs ohne das ganze Tamtam im Voraus gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich mehr gemocht. Was ich sagen muss, Horrorfilme sind immer subjektiv. Es kommt immer drauf an, kannst du dich drauf einlassen oder nicht. Und ich hatte jemanden neben mir sitzen, dessen Aufmerksamkeitsspanne stark versagt hat, sobald Dialog im Film zu hören war und der dann das Bedürfnis hatte, auf WhatsApp zu gehen. Was mich stark rausgebracht hat, wie ich bald mein Rap-Album. Okay. Wie fandet ihr den Film? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für all den Support. Bis dahin.